Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einem Review. Heute geht es um die Walter White Boeing 737 MAX 8 oder MAX 8 oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Jedenfalls um dieses schicke Ding hier, was ihr gerade im Hintergrund sehen könnt. Aber Huna, du hast doch gesagt, dass du das auf deinem Kanal nicht willst, weil das nicht rechtlich einwandfrei ist und so. Ja, ihr habt recht, sowas in der Richtung habe ich mal gesagt, aber auch meine Meinung ändert sich. Und weil ich mir gedacht habe, dass es vielleicht doch mal ganz interessant wäre, auch mal meine detaillierte Meinung zu diesem Flugzeug in Videoform zu sehen, naja, habe ich halt angefangen, das hier aufzunehmen. Mal schauen, was draus wird. Ich persönlich bin sehr gespannt, was ich hier alles so entdecke, beziehungsweise was ihr von diesem Video am Ende eigentlich so haltet. Und deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Dieses Flugzeug-Review hier könnte ein bisschen länger werden als meine bisherigen Flugzeug-Reviews. Das liegt daran, dass sich bei diesem Flugzeug um eine 737 MAX handelt und die 737 MAX eine Weiterentwicklung der 737 Next Generation darstellt. Für diejenigen Leute, die nicht wissen, was eine 737 MAX von einer 737 Next Generation unterscheidet, habe ich einen kurzen Exkurs eingebaut, in dem ich erläutere, was die hauptsächlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Flugzeugtypen sind. Das macht das Video ein bisschen länger als usual, ihr könnt das Ganze aber über die Timeline-Funktion überspringen, da gebe ich die einzelnen Kapitel natürlich wie immer an, sodass ihr wisst, worauf ihr euch da einlasst und was ihr da eigentlich gerade schaut. Gebt mir unter dem Video im Discord oder per Mail doch einfach mal eine kurze Rückmeldung, wie ihr diesen Exkurs findet und ob ihr euch solche kleine Zusammenfassungen über das Flugzeug, was ich hier reviewe, vor jedem Review wünschen würdet. Was wir hier vor uns haben, ist eine 737 MAX 8. Das Ding ist in der Realität gerade gegroundet, weil es zweimal vom Himmel gefallen ist und dabei tragischerweise sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind. Im Sim haben wir aber die Möglichkeit, das Dingens weiterhin zu fliegen. Die 737 MAX 8, die hier vor uns steht, ist eine der Varianten der 737 MAX. Es gibt nämlich die 737 MAX 7, MAX 8, MAX 9, MAX 10 und eine Variante der 737 MAX 8, die sogenannte 737 MAX 200, für besonders hohes Passagieraufkommen. Das ist unter anderem auch die Ryanair zum Beispiel bestellt hat. Da passen für die 737 MAX-Verhältnisse sehr viele Passagiere rein und die hat zusätzliche Notausgangstüren. Das hier allerdings ist eine normale 737 MAX 8 ohne irgendwelche Erweiterungen, also keine MAX 200, sondern eben eine sozusagen stinknormale 737 MAX 8. Kleiner Abriss für diejenigen Leute, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was denn nun eigentlich eine 737 MAX ist und was sie von ihren Vorgängern unterscheidet. Die 737 MAX-Familie ist eine Weiterentwicklung der 737 New Generation. Das heißt also, es ist eine 737, die weiterentwickelt wurde. Unter anderem hat diese Version, also die 737 MAX, und das ist bei allen MAX-Versionen gleich, neue Triebwerke bekommen, nämlich die CFM LEAP 1 Bravo oder 1B oder B, je nachdem wie man das nennen möchte. Das ist unter anderem dasselbe Triebwerk, was als eine von zwei Optionen unter dem A320neo und allgemein unter den A320neo-Familienflugzeugen gefunden werden kann. Die 320er haben aber noch ein Triebwerk dazu, das ist nicht nur das LEAP 1 Bravo, sondern es handelt sich dabei um das Pratt & Whitney 1000. Das gibt es hier bei der 737 MAX nicht, es gibt ausschließlich das LEAP 1 Bravo zur Auswahl. Die Triebwerke hatten wir schon, die sind wesentlich größer, haben also einen größeren Farndurchmesser. Es handelt sich dabei um einen Farndurchmesser, der ungefähr 20 cm größer ist als bei der 737-800. So hat die nämlich einen Farndurchmesser von ungefähr 1,56 m. Die 737 MAX hat aber einen Farndurchmesser von 1,73 m. Das führt dazu, dass insgesamt mehr Luft um das Kerntriebwerk außen herum geführt wird, was dazu führt, dass das Triebwerk nicht nur wesentlich leiser ist als die Vorgängergeneration, sondern ebenfalls weniger Sprit verbrauchen soll. Man sieht hier im Bild, die Triebwerke sehen anders aus als bei einer normalen 737, zum Beispiel haben die hier hinten diese sogenannten Chevron Nozzles, von denen ich nicht so wirklich weiß, ob es überhaupt eine Übersetzung ins Deutsche gibt, aber es sind halt diese sogenannten Sägezahn-Hinterkanten der Triebwerke. Und man kann auch ziemlich deutlich sehen, dass die Triebwerke wesentlich größer sind als bei der 737 Next Generation. So zum Beispiel bei einer 737-800, da sind die kleiner und hier bei der MAX sind die eben größer. Das allerdings ist vielleicht eher Thema für ein eigenes Video. Eine weitere Verbesserung, die hier ziemlich prominent im Bild zu sehen ist, sind die neuen Winglets. Diese neuen Winglets erinnern entfernt an die Split-Skimitar-Winglets der 737.
737-800 Next Generation Familie und tatsächlich könnte man denken, dass sie einfach nur eine Abwandlung sind. Tatsächlich stellen sie aber zumindest laut Boeing eine komplette Neuentwicklung dar und heißen, im Boeing-firmeninternen Marketing-Sprech, Dual Airflow Winglets. Ich habe keine Ahnung, warum man das immer so seltsam bezeichnen muss, aber sie sind, wenn man es ganz genau nimmt, V-Winglets mit einem Winglet nach oben, dem anderen nach unten, fast genau gleich groß, das untere ist ein ganz kleines bisschen kleiner. Tatsächlich ist das aber immer noch nicht alles, es sind aber die beiden wesentlichsten Änderungen. Das heißt, das Flugzeug hat neue Triebwerke bekommen und es hat neue Winglets bekommen. Eine neue Tragfläche, so wie viele manchmal behaupten, hat die 737 MAX allerdings nicht. Das ist genau dieselbe wie bei der 737-800 zum Beispiel. Eine andere, aber deutlich sichtbarere Änderung ist hier hinten der Tailcone. Die 737 MAX hat zwar keine andere APU bekommen, aber einen strömungsgünstigeren Heckkonus. Das bedeutet also, dass hier der Airflow, der von vorne kommt, wesentlich günstiger abfließen soll, was dazu führt, dass das Ganze weniger Widerstände aufbietet und am Ende einen geringeren Spritverbrauch, weniger Reibungswiderstand und damit auch eine schnellere bzw. einfachere Fluggeschwindigkeit und zumindest theoretisch auch größere Flughöhen erreichen soll. Eine weitere Änderung, die damit einhergeht, ist hier hinten der Split der beiden Taillichter. In der Boeing 737-800, also in der Next Generation, ist das nur eins, hier sind es allerdings 2. Und auch das Strobe Light, was am Heck angebracht ist, ist jetzt zweigeteilt. Es blinkt also nicht nur einmal, sondern zweimal. Wie gesagt, war es das aber noch nicht ganz, denn es gibt noch eine Änderung, die vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick sichtbar ist. Die 737 MAX hat nämlich ein verändertes Fahrwerk bekommen. Alle Versionen davon stehen vorne deutlich höher als die 737-800, also die 737 Next Generation. Die 737 MAX hat nämlich eine veränderte Bugfahrwerksanordnung bekommen. Das Bugfahrwerk ist 20 cm länger geworden als das der 737 Next Generation, was alleine dadurch nötig wurde, da man ansonsten die wesentlich vergrößerten Triebwerke nicht mehr unter die Tragflächen bekommen hätte. Es ist zwar vielleicht nicht immer direkt auf den ersten Blick erkennbar, aber wenn man sich das Nose genauer anschaut, dann sieht man direkt, dass es bei der 737 MAX wesentlich länger ist als bei der 737 Next Generation. Man kann das ganz gut vergleichen, indem man die ungefähre Distanz der Fahrwerksklappen zum Boden misst. Die ist nämlich bei der 737 Next Generation wesentlich geringer als bei der 737 MAX. Und aus meiner Sicht kann man das, wenn man sich die Bilder ein wenig genauer anschaut, ziemlich deutlich erkennen. Bei der 737 MAX 10 übrigens, die noch wesentlich länger ist als die 737-900 zum Beispiel oder die 737 MAX 9, hat man auch noch ein sich ausfahrendes Hauptfahrwerk hinzugefügt. Man könnte jetzt denken, okay, was labert der für ein Quatsch, das fährt doch sowieso aus, aber es handelt sich dabei um eine hydraulisch ausfahrende Verlängerung des Fahrwerks. Das ist deswegen nötig geworden, weil das Flugzeug so lang geraten ist, dass es, wenn man das Fahrwerk einfach so belassen hätte, beim Rotieren, das heißt beim Abheben, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gegeben hätte, dass das Flugzeug mit dem Heck auf der Runway herumschrappt, also ein sogenannter Tailstrike entsteht. Deswegen hat man bei der 737 MAX 10 ein Fahrwerk erfunden, das sich hydraulisch hebt, sobald das Flugzeug rotiert, und damit das Heck von der Runway fernhält, um Tailstrikes direkt am Anfang vermeiden zu können. Das hier allerdings ist ja keine 737 MAX 10, sondern eine 737 MAX 8. Das bedeutet, dass dieses Fahrwerk hier, zumindest das Hauptfahrwerk, genau dasselbe ist wie bei der 737 Next Generation. Das Bugfahrwerk hingegen ist ein anderes, denn es ist wie gesagt 20 cm länger als das der Next Generation. Einfach deswegen, damit der Flieger ein wenig anders steht, um damit die wesentlich vergrößerten Triebwerke, die ja einen größeren Farndurchmesser haben, unter die Tragflächen zu bekommen. Hier kann man in einer Risszeichnung nochmal sehr eindeutig sehen, was denn die hauptsächlichen Unterschiede von der 737 Next Generation zur 737 MAX sind. Einmal von der Seite und einmal von vorne. Man kann sehr deutlich die geänderten Winglets erkennen, den geänderten Tailcone und vor allen Dingen die wesentlich größeren Triebwerke. Was man aber ebenfalls sehr eindeutig erkennt, ist, dass der Rumpfdurchmesser absolut gleich geblieben ist, genauso wie die Tragflächen. Auch die sind bis auf die Winglets komplett identisch zur Next Generation. Mit diesem kurzen Abriss sollte es jetzt eigentlich jedem möglich sein, eine 737 MAX von einer 737 Next Generation unterscheiden zu können. Es handelt sich dabei natürlich nur um die Änderungen, die von außen gut sichtbar sind. Es gibt natürlich noch mehr, aber um eine 737 MAX von einer 737 Next Generation zu unterscheiden und für unsere Simulatorbelange sind die Änderungen, die ich genannt habe, absolut ausreichend. Mehr brauchen wir da nicht zu. Wen das aber dennoch interessiert, dem habe ich in der Videobeschreibung mehrere Seiten mit technischen Daten und Unterschieden zwischen der 737 MAX und der 737 Next Generation verlinkt.
Damit beenden wir dann auch unseren kleinen Exkurs zu den Unterschieden der 737 Max und der 737 Next Generation und kehren wieder zurück in unseren heimischen Simulator, nämlich zu diesem Gerät hier. Die Volta White 737 MAX 8. Das ist ein Flugzeug, was for free zum Download zur Verfügung steht. Die 737 MAX, die wir hier vor uns haben, ist die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos aktuellste Version. Das ist die 272. Es kann natürlich sein, dass, wenn ihr dieses Video schaut, diese Version hier nicht mehr die aktuellste ist und es bereits eine neuere gibt. Bitte behaltet das also immer im Hinterkopf. Wir schauen uns jetzt diese Version einmal an, so wie ich das immer in Reviews mache. Das heißt, wir gehen einmal die gesamte linke Seite des Flugzeugs ab oder die rechte Seite, je nachdem wie man das denn möchte. In Flugrichtung wäre es die rechte, so wie ich gerade schaue, ist es die linke Seite. Wir schauen uns dabei einmal an, wie Modeling, Texturing und so weiter abgearbeitet worden sind, begeben uns danach ins Cockpit und schauen mal, wie es da aussieht. Und am Ende gibt es dann natürlich noch ein Fazit und dieses Fazit, das gliedert sich in der Regel in Texturen außen und innen, Modeling außen und innen, Animationen und Sound. Das heißt also, dass wir den Flieger am Ende auch nochmal anschmeißen und einmal schauen, wie sich die ganzen Steuerflächen bewegen, wie sich die Triebwerke bewegen und wie das Ganze denn animiert ist. Das heißt, die Flaps werden mal komplett aus, wieder eingefahren und wir fahren mal die Spoiler rein und raus. Außerdem machen wir dann noch einen Test-Take-Off und fliegen ein bisschen Airwork betreibend durch die Gegend, so wie immer also. Das allererste, was auffällt, wenn man eine 737 MAX von der Seite betrachtet, ist natürlich die Tatsache, dass das Dingens eigentlich fast genauso aussieht wie eine 737 Next Generation. Das ist tatsächlich auch nicht so wirklich verwunderlich, denn wie gesagt, handelt es sich ja nur um eine Weiterentwicklung der Next Generation. Das heißt also, dass Rumpf, Fenster, Cockpitfenster und Türen in weiten Teilen absolut baugleich mit der 737 MAX sind. Wie gesagt, die einzigen wirklichen Unterschiede sind Winglets und Triebwerke, zu denen kommen wir aber gleich. Ich möchte euch außerdem darum bitten, im Hinterkopf zu behalten, dass es sich bei dieser 737 MAX natürlich um ein Freeware-Modell handelt. Das heißt also, dass wir hier nicht so hohe Standards wie bei einem Payware-Modell ansetzen dürfen. Natürlich werde ich aber dennoch sagen, was mir an diesem Modell gefällt und an der Texturierung und so weiter und was eben nicht. Legen wir direkt los und schauen uns einmal das Bugfahrwerk an, was ich persönlich einigermaßen gut umgesetzt finde. Man könnte natürlich hier die Felge besser texturieren, finde ich jetzt persönlich aber nicht schlimm. Wie gesagt, bei Freeware ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Es sieht gar nicht mal schlecht aus, man kann erkennen, dass hier Text steht. Und wenn wir uns das Ganze dann beispielsweise mal von hier anschauen, dann sehen wir auch, dass wir hier die entsprechenden Lichter haben. Das Taxilight beispielsweise sitzt direkt hier oben drauf. Und dass das Bugfahrwerk sehr schön in die Klappe eingearbeitet ist. Nebenbei übrigens auch die Klappe hier ihre Klammern hat, wodurch sie gehalten wird. Ein sehr schönes Detail, und dafür gehen wir mal ganz kurz hier rüber, ist dieses hier. Hier wird die External Power angeschlossen und wenn man da ranzoomt, dann kann man nicht nur diesen Text da lesen, sondern sogar diesen Text da. Und das ist wirklich krass, das hatte ich bisher bei noch keinem Flugzeug im X-Plane. Wie gesagt, der Text ist winzig und ich kann den lesen. Und das ist tatsächlich schon mal eine Ansage, denn das können nicht viele Flugzeuge und da können sich diverse Payware-Entwickler eine ganz große Scheibe von abschneiden. Abgesehen davon finde ich es übrigens auch sowieso schon cool, dass hier einfach eine Klappe aufgeht, wo dann das Kabel von der GPU reingesteckt wird. Da haben die sich was bei gedacht, das sieht auf jeden Fall nice aus. Weiter geht es damit, dass zwar nicht alle Texturen super scharf aufgelöst sind, so haben wir hier beispielsweise ziemliche Verpixelungen, hier auch oder da. Dass aber die Texte, die hier stehen, lustigerweise überall gestochen scharf und einwandfrei zu lesen sind und dass wir hier überall nette Spiegelungen haben, sogar in den Fenstern hier oben und das Ganze allgemein ziemlich gut aussieht. Schauen wir uns beispielsweise mal den Text an, der hier steht. Ingestion Hazard steht hier, das heißt Einsauggefahr. Damit ist gemeint, dass wenn die Triebwerke laufen, diese einen unglaublich riesigen Sog entwickeln und man ab dieser Linie ungefähr in das Triebwerk eingesogen werden kann. Natürlich nicht nur man selber, sondern auch andere Sachen. Das Triebwerk wäre dann so eine Art Fleischwolf oder Metallwolf, aber das ist irgendwie keine besonders schöne Vorstellung. Tatsache ist aber, dass bis auf die etwas pixeligen Texturen die Texte wie gesagt überall absolut einwandfrei und gestochen scharf lesbar sind. Das finde ich wiederum richtig cool und auch hierbei können sich diverse Payware-Entwickler eine fette Scheibe abschneiden. Und was man übrigens auch noch sieht, hier oben zum Beispiel, wo die Maus gerade lang fährt, da wo sich die Sonne spiegelt, der Rumpf hat Reflexion, das ist die eine Sache und die andere Sache, die ich eigentlich meinte, ist, dass man hier sogar die einzelnen Nieten und Kanten sehen kann. Die sind zwar nicht modelliert, sondern es handelt sich um das sogenannte Bump Mapping, das sind also Normal Maps, die drüber gelegt wurden und einen 3D-Effekt erzeugen.
Das spart aber Ressourcen und schont damit die FPS, sieht aber trotzdem ziemlich cool aus. Und deswegen finde ich auch hier, dass das Ganze ein Lob verdient hat. Wenn wir jetzt den Rumpf weitergehen, dann nähern wir uns hier dem Mittelteil der Fuselage. Wir sehen hier als nächstes, dass die Texturen und der Text leider nicht mehr ganz so gut lesbar sind. Dafür haben wir hier sehr feines Modeling, wie zum Beispiel die Air Intakes. Das könnten die Air Intakes für die Klimaanlage sein, so genau weiß ich das aber leider nicht. Hier unten das Beacon und vor allen Dingen, und das finde ich sehr interessant, ein sehr fein ausmodellierter LED-Landescheinwerfer. Hier haben wir übrigens die Runway Turnoff Lights, das sind diese inneren Lichter. Und hier außen haben wir die Landescheinwerfer. Was dann aber am meisten auffallen dürfte, ist dieses Ding hier, und zwar das Triebwerk. Wie gesagt, handelt es sich dabei in der Realität um ein CFM Leap 1 Bravo. Das ist ein ziemlich großes Triebwerk, was unter anderem auch unter der A320 Neo Family eingesetzt wird. Dieses Triebwerk ist tatsächlich auch hier ziemlich groß. Man schaut sich das nur mal an. Der Fahrdurchmesser, wie gesagt, liegt bei 1,73 Meter. Das heißt also 10 cm mehr und ich könnte mich da aufrecht reinstellen. Das ist also schon ziemlich groß. Und man sieht, dass die Texturierung hier zwar nicht super geil, aber dennoch ziemlich hochwertig ist, jedenfalls für ein Freeware-Flugzeug. Ich finde auch das Modeling ziemlich gut gemacht, denn die Form der Farnblades hier, die sieht ziemlich cool aus. Abgesehen davon ist das Ding übrigens auch in der Realität von innen blau. Ich frage mich warum, aber hey, ist halt so. Und deswegen finde ich es gut, dass sie das auch hier gemacht haben. Die Vorderseite gefällt mir also an sich schon ziemlich gut. Und wenn wir jetzt auf die linke Seite des Triebwerks wechseln, dann sehen wir, dass hier ein paar Fehler gemacht worden sind. Leider hat man hier nämlich anscheinend vergessen, den Text zu entspiegeln. Gehen wir mal ganz kurz auf die andere Seite des Triebwerks, da müsste das richtig sein. Genau, hier ist es richtig, hier kann man also das Triebwerk richtig rum erkennen. Auch hier kann man jeden Text lesen, hier ist das zwar nicht ganz so klar wie auf dem Rumpf, man kann aber trotzdem noch erkennen, was da stehen soll. Genau dasselbe, also genau das, was hier steht, hat man anscheinend auf der anderen Seite des Triebwerks versucht. Das ist, by the way, übrigens die Default-Livery hier, also keine Add-on-Livery. Hier hat man aber vergessen, das Ganze zu entspiegeln. Das passiert dann, wenn man Texturen auf ein Modell auftragen will, was dann aber auf eine andere Seite kommt. Genau das ist hier passiert. Das, was wir hier sehen, ist die Textur der Innenseite der Triebwerke, die aber nicht für die Außenseite angepasst worden ist. Das bedeutet also, dass das Triebwerk zwar von innen, also von Rumpfseite und Außenseite genau gleich aussieht, aber hier eben die Anpassung vergessen wurde. Es ist nicht gespiegelt und das kann man hier ziemlich eindeutig sehen. Das ist selbst für Freeware-Verhältnisse tatsächlich ein bisschen schade, da hätte ich mir ein wenig mehr Arbeit gewünscht. Kann man aber theoretisch ziemlich einfach selbst korrigieren, indem man die entsprechende Datei aufmacht, den Bereich auswählt, spiegelt, speichert und das Ganze dann neu lädt. Dann sieht das richtig rum aus. Ansonsten muss ich sagen, dass mir dieses Triebwerk hier sehr gefällt und dem Original ziemlich ähnlich sieht. Es ist entsprechend groß, wölbt sich nach oben auf und selbst wenn man dann hier nach hinten einmal schaut, sieht man diese feinen Chevron-Nozzles, also diese Sägezahn-Hinterkante des Triebwerks. Eine Sache, die mir aber aufgefallen ist und die ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, könnt ihr hier erkennen. Man kann nämlich in Teilen durch das Triebwerk durchschauen. Und das ist leider nicht das einzige Problem in Anführungszeichen, was ich mit diesem Triebwerk habe. Denn wenn man sich das Ganze mal ein wenig genauer anschaut, dann sieht man hier, zum Beispiel hier unten, dass hier eine Strebe im Triebwerk ist, die aber nicht ganz bis nach unten geht. Und das ist im echten CFM Leap definitiv anders. Und was noch anders ist, ist die Tatsache, dass wir hier vorne Verdichterstufen haben zum Beispiel, die aber ebenfalls nicht bis zur äußeren Hülle des Triebwerks gehen, was in der Realität ebenfalls anders ist. Ich weiß nicht genau, was die hier gemacht haben. Vielleicht haben die das alte Modell vom CFM 56 genommen und das neue Modell für das CFM Leap außenrum gebaut. Der Triebwerkskern und die Aufhängung sehen nämlich ziemlich ähnlich, wenn nicht gar gleich aus. Demzufolge könnte ich mir vorstellen, dass man sich hier ein wenig Arbeit sparen wollte und deswegen einfach den Kern, die Statoren und den Innenteil des Triebwerks genommen und einfach den neuen Teil des Triebwerks außenrum gebaut hat. Das fällt in der Regel eigentlich auch kaum auf, wie gesagt nur dann, wenn man von hinten so durch das Triebwerk schaut. Wenn man sich das Triebwerk, wie gesagt, beispielsweise von hier anschaut, sieht das richtig gut aus und selbst wenn man von vorne ins Triebwerk schaut, ist das eigentlich kaum zu erkennen. Wie gesagt, weiß ich natürlich auch nicht, ob das wirklich so war. Ich kann also nicht mit Sicherheit sagen, ob Walter White oder wer auch immer dieses Triebwerk hier bearbeitet hat, das neue Triebwerk einfach so gebaut, um das neue rumgestülpt und dann einfach vergessen oder weggelassen hat, das Triebwerk von innen zu optimieren. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass das wirklich Pingelkram ist und mich nicht wirklich stört. Die Triebwerke von außen sehen gut aus
Und deswegen muss ich nicht unbedingt darauf achten, ob sie das auch von innen tun. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Ich denke, einige von euch sehen das wahrscheinlich ähnlich. Kommen wir jetzt zur Tragfläche und den Winglets. Wie gesagt, die Tragfläche ist nicht neu. Das bedeutet also, dass sie einfach so von der 737 Next Generation übernommen wurde. Ob das hier auch der Fall ist, wissen wir nicht. Walter White hatte in seine Changelogs geschrieben, dass dieser Tragflügel komplett neu gemacht worden sein soll. Das ist für jemand Außenstehenden allerdings leider nur schwer zu überprüfen. Demzufolge müssen wir das in der Bewertung leider weglassen. Was aber tatsächlich wirklich neu ist, das sind die Winglets hier außen, denn die sehen bei der Next Generation komplett anders aus. Wir haben hier eine, wie ich finde, ziemlich akkurate Nachbildung der neuen Winglets der 737 Max. Und die dann auch noch mit guten Texturen und guten Reflexionen. Hier werden nicht nur Schatten geworfen, sondern hier vorne dieses Ding, was in echt ziemlich metallisch aussieht, sieht auch im Sim ziemlich metallisch aus. Und wenn man dann beispielsweise mal hier vorne drauf schaut, dann sehen wir hier, dass sogar die einzelnen Lichtpunkte der Navigationslichter modelliert sind. Und dieses Dingens hier ist übrigens das Strobe Light. Und wenn man sich dann den Wing einmal von oben anschaut, dann sehen wir auch hier, dass das Ganze reflektiert und gut aussieht. Die Texturqualität ist zwar beim Naranzoom nicht unbedingt geil und auch hier fällt auf, dass man das anscheinend gespiegelt und dann irgendwie vergessen hat umzudrehen. Das heißt also, wahrscheinlich ist das auf dem Wing richtig und auf diesem hier dann überall gespiegelt. Und das ist tatsächlich ein bisschen nachlässig, wie ich finde. Das hatten wir aber eben auch beim Triebwerk schon. Der ganze Rest, also das Winglet beispielsweise und allgemein wie der Wing aussieht, finde ich aber definitiv nicht schlecht. Und by the way kann sich der Wing übrigens auch von unten sehen lassen. Das sieht wirklich gut aus. Hier kann man das zwar nicht unbedingt lesen, ich kann es aber verstehen, wenn man unterhalb des Wings die Texturqualität ein wenig geringer werden lässt. Und als letztes haben wir dann das Fahrwerk. Das hier ist das Hauptfahrwerk, das ich persönlich recht gut gelungen finde, was jetzt vielleicht nicht unbedingt super geil texturiert ist, aber wir haben hier reflektierende Stoßdämpfer, wir haben Räder, die einigermaßen rund sind, die hier ihre Stützpfeiler in den Rumpf haben, die dann auch entsprechend so einfahren und die, wie wir nachher sehen werden, auch gute Animationen besitzen. Wie gesagt, das Hauptfahrwerk bei der 737-800 ist genau dasselbe wie das bei der 737 MAX 8, deswegen brauche ich hier, glaube ich, nicht besonders drauf einzugehen. Wenn wir uns jetzt hier weiter den Rumpf anschauen, dann sehen wir, dass auch hier überall Nieten und Kanten zu sehen sind. Die Texturierung ist also mehr oder weniger gut gelungen. Wie gesagt, sie ist nicht überall toll, hier kann man die Pixelei auch schon aus relativ großer Entfernung sehen. Es handelt sich aber um ein Freeware-Modell und deswegen finde ich das nicht ganz so schlimm. Und hier an der Tür wiederum kann man dann jeden Text gut lesen. Hier unten übrigens kann man das auch gut lesen. Das hier ist, soweit ich weiß, das Outflow-Valve der Klimaanlagen. Das kann man auch sehr gut sehen, es ist sogar sehr fein modelliert und dann kann man hier auch noch den Text lesen. Was ich jetzt spaßenshalber gerade mal schauen wollte, ist, ob man da reingucken kann. Und ja, da kann man reingucken. Also das haben die auch gemacht und das finde ich also auch nicht schlecht. Und dann haben wir hier hinten einmal das Höhenruder mit der Trimmung des Höhenruders. Wenn ich jetzt also meine Trimmungsachse bewege, so wie gerade eben geschehen, dann bewegt sich das rauf und runter und wir können sehen, wie sich die Trimmung live am Höhenruder verändert. Das Ganze ist also tatsächlich ähnlich wie beim Airbus. Wenn man die Trimmung des Höhenruders verändert, dann verändert man nicht das Höhenruder selbst, sondern man verändert den gesamten Stabilizer. Und dann haben wir hinten natürlich noch den Tailcone. Auch den finde ich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich gut gelungen. Wenn man hier mal näher ranzoomt, dann sieht man, das Modeling ist in Ordnung, die Texturierung ist in Ordnung, die Lichter sind in Ordnung. Und wenn man sich das Ganze mal so anschaut, sieht man unter anderem auch hier, dass das Ganze reflektiert. Das finde ich schön. Auch hier kann man die einzelnen Striemen sehen, die einzelnen, wie auch immer die heißen, Querstreifen, die das Leitwerk eben stabilisieren. Auch das finde ich gut. Was man bei diesem Flugzeug allerdings erkennen kann, ist, dass wir hier wieder eine Naht haben. Diese Naht verläuft, wie man sehen kann, einmal quer durch die Mitte des Rumpfes. Ab hier ist sie dann nicht mehr ganz so deutlich sichtbar. Man sieht sie aber trotzdem noch und sie läuft einmal quer bis hier oben durch. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie oben auf dem Rumpf ebenfalls verläuft. Das ist allerdings gerade nicht besonders gut sichtbar. Dazu müsste man vielleicht eine etwas andere Ansicht wählen. Was man aber sieht übrigens, hier kann man sie sehen, nur so nebenbei, ziemlich deutlich sogar. Da ist sie zu sehen und daraus resultiert eben auch die Tatsache, dass die Texturen auf der einen Seite korrekt und auf der anderen gespiegelt sind. Das, was man hier anscheinend gemacht hat, ist, das Flugzeug auf der einen Seite zu modellieren und dann auf der anderen Seite die Modellierung automatisch mitmachen zu lassen. Das ist eine Funktion, die bei jedem Modeling-Programm mit dabei ist. Die klont also quasi das, was man auf der einen Seite macht, auf der anderen Seite nach. Das kann aber dazu führen, dass, wenn man das Ganze zusammenführt und dann nicht glättet, also nachbearbeitet, eben solche hässlichen Kanten entstehen. Das zeigt immer so ein bisschen, dass sich die Entwickler dessen entweder nicht bewusst sind oder sich dessen bewusst sind, aber es nicht erledigen wollen. Bei einem Freeware-Projekt würde ich jetzt sagen, okay, so schlimm ist das jetzt nicht. Wäre das hier Payware, dann würde das eine Schelle von mir kriegen, da könnt ihr euch sicher sein. Gab es ja auch auf
oft genug schon. Hier aber ist das zwar hässlich, aber nicht ganz so schlimm. Hier übrigens haben wir es, um nochmal eben ganz kurz das Ganze komplett zu machen, auf der Außenseite ebenfalls die richtigen Beschriftungen. Das bedeutet also, dass wir sie hier auf der Innenseite wahrscheinlich auch haben. Ah nein, das ist lustig. Hier haben wir sie tatsächlich auch gespiegelt, das heißt also, dass die Triebwerke anscheinend nochmal was Eigenes sind. Was ich persönlich sehr interessant finde, denn anscheinend haben dann die Außenseite von dem und die Innenseite von dem dieselbe Textur. Genauso wie die Außenseite von dem und die Innenseite von dem. Was auch immer das soll, aber auch da ist ein bisschen lazy gearbeitet worden. Auch da hätte ich mir bei einem Freeware-Projekt ein bisschen sorgfältigere Arbeit gewünscht. Im Allgemeinen muss ich zum Außenmodell aber sagen, dass es zwar diverse Schwächen hat, die aus meiner Sicht, hauptsächlich deswegen, weil es Freeware ist, kaum ins Gewicht fallen, auch deswegen, weil man sie nur schwer entdecken kann oder weil sie an Positionen liegen, die einem überhaupt nicht auffallen. Was mir aber aufgefallen ist, und das finde ich tatsächlich schon irgendwie ein bisschen schwach, ist die Tatsache, dass die 737 Max, wie bereits vorher in dem kleinen Exkurs gesagt, ein etwas erhöhtes Bugradfahrwerk hat. Diese 737 Max hier hat das allerdings nicht. Hier haben wir beispielsweise mal einen Vergleich. Das ist eine echte 737 Next Generation. Achtet mal aufs Bugfahrwerk und das hier ist eine echte 737 Max. Man kann den Unterschied ziemlich deutlich erkennen, wie ich finde. Das Bugfahrwerk bei der 737 Max ist nämlich einiges länger als das der 737 Next Generation. Und wenn das im Sim genauso wäre, dann könnte man das ja theoretisch nachstellen, habe ich mir gedacht. Und einfach mal die 737 Next Generation, also die 737-800 von Sibo genommen, mit demselben Grossweight auf genau denselben Punkt gestellt wie die 737 Max von Walter White und dann einfach mal ein paar Fotos gemacht. Und siehe da, das Bugfahrwerk sieht absolut identisch aus. Das heißt also, dass eine Verlängerung des Fahrwerks hier nicht stattgefunden hat. Die 737 Max hat genau dasselbe Fahrwerk wie das der 737 Next Generation. Das finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Das, wie gesagt, war das Außenmodell. Ich persönlich muss aber sagen, dass mir diese Mängel jetzt nicht unbedingt ins Gewicht fallen. Denn wenn man nicht wirklich genau darauf achtet, naja, dann sieht man sie halt eben kaum. Die Tatsache, dass im Triebwerk irgendwelche Sachen falsch zu sein scheinen, die fällt kaum auf, denn wer schaut da schon mal so detailliert rein? Genauso wie das Bugfahrwerk, das dürfte wahrscheinlich das sein, was vielleicht am ehesten auffällt. Und die Tatsache, dass hier ein paar Texturen gespiegelt sind, was aber nur bei dieser Default-Livery der Fall sein dürfte. Das heißt also, dass ich insgesamt mit dem Außenmodell von diesem Flieger ziemlich zufrieden bin. Das heißt, dass ich dem Modeling und den Texturen von außen eine relativ hohe Benotung gebe. Das Modeling von außen bekommt von mir eine 9 von 10. Und zwar deswegen nicht eine 10 von 10, weil eben das mit dem Fahrwerk nicht gemacht worden ist, der ganze Rest an sich aber echt gut aussieht. Wie gesagt, behaltet bitte dabei im Hinterkopf, dass es sich hier um ein Freeware-Modell handelt. Die Texturen im Außenmodell bekommen von mir allerdings nur eine 7 von 10. Die sind leider nicht überall total scharf, was ich persönlich gar nicht mal so schlimm fände. Die Tatsache aber, dass sie an fast allen Punkten auf der einen Seite gespiegelt sind und das auf den Triebwerken dann auch nochmal, das finde ich irgendwie nicht ganz so geil. Das heißt also, dass man sich hier entweder Arbeit gespart oder das Ganze komplett vergessen hat. Das finde ich nicht schön und deswegen gibt es dafür Punktabzug. Okay, genug gesabbelt, gehen wir ins Cockpit, denn jetzt kommt es darauf an, was hier verändert worden ist. Und wie man schon sieht, das ist tatsächlich doch ein bisschen mehr, denn die 737 Max, die sieht im Cockpit ein bisschen anders aus als eine 737 Next Generation. Die wohl auffälligste Änderung dürften die riesigen Flachbildschirme sein, die hier überall verbaut sind. Das heißt also, dass wir nicht mehr 6 normale Bildschirme haben, das heißt das Primary Flight Display, Navigation Display und dann hier 2 ICAS Displays untereinander und das Ganze dann auf der rechten Seite auch nochmal, sondern dass wir nur noch 4 große Bildschirme haben, in denen alle diese Informationen vereint sind und die man konfigurieren kann. Das heißt also, dass man sich theoretisch das NAV Display auch auf die andere Seite packen kann, so wie es zum Beispiel hier ist, oder eben die Engine-Informationen in groß auch auf dieses Display. Das ist, wie gesagt, finde ich, ziemlich gut umgesetzt worden. Die Bildschirme sehen akkurat aus und sie zeigen, finde ich, auch genau das, was in einer 737 Max da eben zu sehen ist. Dann gibt es allerdings auch noch weitere Änderungen, die sich hier in der Mittelkonsole finden lassen. Dadurch, dass hier die Displays wegfallen, kann man diverse Sachen dahin bauen. So sieht zum Beispiel der Fahrwerkshebel jetzt anders aus. Er hat nur noch eine Up- und eine Down-Position und ist wesentlich kleiner. In der Next Generation hatte der auch noch eine Off-Position und so einen Haken zum Dranziehen, das braucht man jetzt nicht mehr. Und außerdem ist dadurch, dass hier das Display wegfällt, die Autobrakes-Funktion von weiter oben nach weiter unten gewandert. Das heißt also, dass die Autobrakes-Funktion jetzt hier unten sitzt und man da zumindest in der Theorie wesentlich einfacher herankommen soll. Weitere Änderungen umfassen dann hier zum Beispiel die Park Brake, die anders aussieht, und diese neuen Engine Start Switches, beziehungsweise
eigentlich sind es die Fuel Cutoff Switches. Die kann man in verschiedenen Versionen tatsächlich auch schon in der 737 Next Generation bestellen. Serienmäßig eingebaut sind sie aber tatsächlich erst in der 737 Max und naja, die sehen halt so aus. Im Overhead Panel gibt es keinerlei Neuerungen. Dass man hier LED Landing Lights hat, konnte man auch schon in der Next Generation vor- und mitbestellen. Das heißt also, dass das keine wirkliche Neuerung ist. Die können also theoretisch auch schon in der 737 Next Generation so ausgesehen haben. Ansonsten, wenn wir uns mal das Overhead Panel anschauen, sieht das ganz genauso aus wie das einer 737NG. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir da, wo die APU normalerweise sitzt, nämlich hier, die APU Exhaust Gas Temperature Anzeige wegfällt. Die gibt es hier nicht mehr, man kann sie aber hier im Tablet, meine bessere Ansicht, da im Tablet wieder hinzufügen. Und ich meine, in der neuesten SIBO-Version funktioniert das auch. Das heißt also, auch das ist etwas, was hier in dieser Version customizable ist. Ansonsten sieht dieses Cockpit eben aus, wie das Cockpit einer 737 aussieht. Der Autopilot ist komplett unverändert geblieben, das heißt also, dass auch die Bedienung dieses Flugzeugs komplett unverändert ist. Wir bedienen das FMC genauso wie in der 737-800 und wir bedienen auch den Autopiloten genauso wie in der 737-800. Und auch das EFIS Control Panel sieht fast genau gleich aus. Das einzige, was hier verändert wurde, ist der Range-Knopf, der jetzt ein ganz kleines bisschen anders aussieht als vorher, aber eben auch nicht wesentlich. Die Bedienbarkeit ist allerdings genau dieselbe. Wenn wir jetzt hier auf WXR klicken beispielsweise, wird das Wetterradar eingeblendet, wenn denn da Wetterechos wären. Beispielsweise können wir hier immer noch die Range der Karte verändern, hier können wir den Modus der Karte verändern, was dann übrigens genau gleich aussieht wie in der NG, und hier oben haben wir genau dieselben Regler für beispielsweise unsere Minimums und hier unser Q&H oder Inch-Quecksilbersäule. Auch das ist also absolut unverändert geblieben. Bis auf die Bildschirme und die etwas andere Anordnung von einigen Kontrollflächen sieht dieses Cockpit also genauso aus wie das einer 737-800. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Änderungen, die hier eingebaut worden sind, aus meiner Sicht gut gemacht worden sind. Die Displays sind hochauflösend und sehen gut aus. Außerdem zeigen sie das an, was sie in der Realität auch anzeigen. Dazu ist das hier unten ebenfalls gut gemacht. Es sieht nämlich genauso aus wie in der Realität und nebenbei funktioniert es auch genauso. Dann haben wir hier auf der linken Seite natürlich noch das Tablet. Dieses Tablet ist übrigens genau dasselbe wie das zum Beispiel in der SIBO oder in der 737-700. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man in der 737 MAX 8 die Winglet-Konfiguration und die Landing-Light-Konfiguration nicht ändern kann. Die sind bei der MAX fest, bei der 737-800 kann man aber wählen zwischen zum Beispiel keine Winglets, normale Winglets, also diese Blended Winglets, oder die Split-Skimitar Winglets. Man kann auch wählen zwischen Halogen-Landescheinwerfern und LED-Landescheinwerfern. Auch das ist eine Möglichkeit, die es hier nicht mehr gibt. Dieses Flugzeug hat serienmäßig LED-Landescheinwerfer und deswegen unter anderem übrigens nur noch zwei von diesen Kipphebeln hier. Wenn ich mir also dieses Cockpit in der Gesamtheit anschaue, muss ich dazu sagen, dass mir sehr gefällt, was ich sehe. Es ist nicht nur alles bedienbar, sondern es sieht auch durchweg gut aus. Es ist sinnvoll gemacht und vor allen Dingen, es tut, was es soll. Das sehen wir zwar im Systemcheck von diesem Flieger nochmal, tatsächlich aber muss ich sagen, dass mir sehr gefällt, was ich hier sehe. Es ist erfrischend anders, mal eine 737 mit solchen riesigen Displays zu sehen. Abgesehen davon übrigens ist es mehr oder weniger egal, wo man hinschaut. Die Texturen und das Modeling stimmen eigentlich so gut wie überall. Selbst wenn wir uns hier oben, also auf dem Glare Shield, die Texturen anschauen, dann sind die scharf. Wozu man das braucht, das ist natürlich eine andere Frage, aber selbst hier kann man erkennen, dass das Ganze aussieht, als wäre es aus Leder oder Kunstleder oder sowas, es hat also so eine Art Riffelung. Und beispielsweise hier können wir sehen, dass das Trimrad ebenfalls gut texturiert und einigermaßen gut modelliert ist. Egal wo wir hinschauen, das setzt sich mehr oder weniger kontinuierlich überall fort. Das haben die gut gemacht. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass man nicht weiß, welche Arbeit hier von Walter White investiert worden ist. Genau dasselbe gilt auch fürs Außenmodell. Diverse Sachen scheinen von der 737-800 von SIBO übernommen worden zu sein. Das ist übrigens auch die Kontroverse davon. Aber tatsächlich ist es so, dass das hier nicht schlecht aussieht. Das heißt also tatsächlich, dass alles das, was in diesem Cockpit vorhanden ist, aus meiner Sicht ziemlich gut ist. Es ist gut gelungen, sieht gut aus, ist gut modelliert und hat gute Texturen. Für ein Freeware-Modell würde ich tatsächlich sagen, dass das Modeling und das Texturing hier in beiden Fällen eine 9 von 10 bekommt. Eine 10 von 10 bekommt es deswegen nicht, weil es natürlich nicht perfekt ist.
Eine 10 von 10 wäre also für das da, was mich wirklich absolut hundertprozentig positiv überrascht. In diesem Fall sind die Sachen zwar saugut, aber eben nicht 100% gut. Und deswegen bekommen sowohl das Modeling als auch das Texturing hier im Cockpit eine 9 von 10. Aber um das Ganze komplett zu machen, schauen wir uns doch nochmal einmal die Kabine an. Denn ja, dieses Ding hat eine Kabine. Und die sieht genauso aus wie die in der 737-800. Das heißt also, dass diejenigen Leute, die die 737-800 von Sibo von innen kennen, hier nicht wirklich etwas Neues erleben. Wie gesagt, das Ding ist exakt ähnlich. Auch hier muss ich tatsächlich sagen, dass für ein Freeware-Flugzeug sehr hohe Standards angesetzt worden sind. Das heißt also, dass wir hier im Hintergrund nicht nur Hundegebell hören, sondern ebenfalls auch die Sitze und die Fenster bestaunen dürfen, die von einer, wie ich finde, für Freeware-Flugzeuge durchaus angemessen hohen Qualität sind. Und wenn wir dann beispielsweise aus dem Fenster schauen, dann sehen wir das vergleichsweise bullige Triebwerk mit den Winglets. Ich finde den Anblick gar nicht mal so schlecht. Heißt also, dass sowohl das Innenmodeling als auch das Innentexturing unverändert eine 9 von 10 bekommen. Aber wie angekündigt war es das natürlich noch nicht, denn jetzt fehlen noch die Animationen und der Sound. Das heißt also, dass wir den Flieger jetzt mal einmal anschmeißen und mal gucken, wie er sich denn anhört. Von außen und von innen. Und dann gucken wir natürlich, wie die Klappen ausfahren und wie sich das Ganze bewegt, ob das smooth ist. Das heißt also, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Flieger läuft. Bis gleich. Das Ganze klingt auf jeden Fall schon mal wie F-Mod, aber hören wir doch mal hin, wie es klingt, wenn ich die Triebwerke voll aufdrehe. Okay, ganz wie F-Mod klingen tut das Ganze jetzt nicht mehr. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der Sound definitiv nicht schlecht ist und dem realen Vorbild ziemlich ähnlich klingt. Natürlich weiß ich nicht hundertprozentig genau, ob die feinen Nuancen jetzt stimmen. Wenn ihr aber beispielsweise mal auf YouTube 737 Max Takeoff eingebt und dann von außen den Triebwerkssound hört, dann klingt das doch schon ziemlich ähnlich. Und der Vollständigkeit halber hören wir uns das Ganze natürlich auch nochmal von drinnen an. Auch das klingt definitiv absolut nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zu den Animationen. Das heißt also, dass wir jetzt als allererstes mal die Flaps voll ausfahren. Das läuft auf jeden Fall absolut smooth und gefällt mir sehr. Da war kein Ruckeln und absolut nichts, was zu bemängeln wäre. Rund sieht das Ganze dann übrigens auch noch aus. Hier sind also keine Kanten drin. Gefällt mir sehr, also würde ich sagen, wir setzen uns jetzt beispielsweise mal hierhin oder hierhin, hier sieht man das vielleicht noch besser, schauen den hinteren Flaps beim Ausfahren zu und schauen dann mal, wie es aussieht, wenn man die Querruder betätigt. Und auch das passiert ohne jede Ruckelei und super smooth, das finde ich wirklich cool. Fahren wir also mal die Spoiler aus und schauen mal, wie das aussieht. Auch hier muss ich sagen, dass mir das sehr gefällt. Die fahren absolut ruckelfrei aus. Das Einzige, was da gerade passiert ist, war dem geschuldet, dass ich eine komplette Achsumdrehung nicht einmal smooth machen konnte, sondern dafür neu ausholen musste. Deswegen ruckelte das so ein ganz kleines bisschen. Aber sogar die hydraulischen Stellmotoren hier sind da. Das finde ich wirklich gut und deswegen würde ich sagen, gib das hier eine gute Benotung. Wir fahren die Dinger mal wieder ein und fahren die Flaps wieder ein, um das mal von hier hinten zu betrachten. Nur so nebenbei kann man übrigens vorne am Schatten erkennen, wie sich hier die Slats einfahren. Da hat man auch gesehen, dass die Sonne da durchscheint. Auch das sah irgendwie ziemlich cool aus. Man sieht übrigens auch, dass die Slats sich zuerst aus- und zuletzt wieder einfahren. Man kann es hier erkennen, der Schatten wird immer kleiner. Und jetzt bewegt sich da gar nichts mehr. Das heißt, dass auch die Slats eingefahren sind. Das finde ich ziemlich gut.
Sowohl der Sound als auch die Animation bekommen hier von mir eine hohe Benotung. Die Animationen bekommen eine 10 von 10, weil sie sehr gut aussehen. Der Sound bekommt eine 9 von 10. Und zwar deswegen, weil er sich sowohl innen als auch außen leider ziemlich ähnlich anhört und irgendwie nicht ganz F-Mod-mäßig ist. Das könnte ein bisschen meckern auf hohem Niveau sein, ja, ist klar. Ich persönlich würde aber dennoch sagen, dass das auf jeden Fall einen, wenn auch winzigen, Punkteabzug gibt. Bevor es aber in die Fliegerei geht, haben wir noch eine Sache, die wir uns anschauen müssen, und das ist das Nightlighting. Dafür machen wir es am besten mal eben einmal ganz kurz Nacht, dann sieht man nämlich besser. Und wo es jetzt dunkel ist, sollten wir den Flieger vielleicht doch noch woanders hinstellen. Die Floodlights hier sind nämlich doch ein bisschen hell, da sieht man vielleicht nicht ganz so viel, deswegen parke ich den gerade mal eben um. So. Jetzt stehen wir hier in der Mitte, können ein bisschen besser schauen und ich würde sagen, als allererstes gucken wir uns mal im Cockpit um, schauen mal, wie das bei Nacht aussieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das sehr gefällt, denn einerseits haben wir eine sehr gute Nachtbeleuchtung der einzelnen Schalter bzw. der einzelnen Lampen, sowohl im Overhead-Panel als auch sonst überall. Andererseits haben wir aber neben der Eigenleuchtkraft dieser Dinger auch die Fähigkeit, dass sie das um sie liegende Material beleuchten. Das kann man zum Beispiel hier ganz gut sehen, wenn man beispielsweise die Pumpe ein- und ausschaltet. Wenn das Licht aus ist, dann ist auch der große rote Kegel darum weg und wenn sie wieder eingeschaltet wird, dann ist er wieder da. Und das, finde ich, ist atmosphärisch. Das sieht super gut aus und kriegt deswegen ebenfalls einen Daumen hoch. Und wenn man sich dann mal die restliche Beleuchtung anguckt, dann sieht man, dass die ebenfalls einen Daumen hoch verdient hat. Es ist nicht nur die Hintergrundbeleuchtung, die sieht auch nicht schlecht aus. Und wenn wir dann zum Beispiel die Floodlights anmachen und uns das Cockpit mal aus dieser Sicht hier anschauen, sehen wir ebenfalls, dass das wirklich nicht schlecht aussieht. Die Cockpitbeleuchtung gefällt mir also sehr. Hier haben wir wirklich eine ganze Menge Lichter, unter anderem die Positionslichter, die schön in grün und rot den Boden beleuchten und das nebenbei auch noch ziemlich hell. Das sieht gut aus. Und dann haben wir noch die Positionsleuchten am Heck, die dauerhaft weiß leuchten und der Boden dadurch ebenfalls erhellt wird. Auch das sieht ziemlich cool aus. Und was ich übrigens interessant fand, wenn man das Beacon Light anmacht und gleichzeitig die External Power Unit angeschlossen hat, dann blinkt die auch. Da ist ein Beacon Light drauf, das mit angeht, wenn man das Beacon Light vom Flugzeug anmacht. Das ist ein bisschen lustig und ich wusste das vorher auch nicht, ist aber wirklich cool, wenn man sieht, dass hier sogar an sowas gedacht worden ist. Und dann haben wir natürlich nochmal die gesamte Lichtpalette von außen. Strobe Light, normale Lights und die Lande- sowie Taxi- und Runway-Turnoff-Lights. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das absolut super gefällt. Das kriegt volle Punktzahl, eine 10 von 10. Denn wenn man sich das mal ganz genau anschaut, dann reflektiert das nicht nur am Boden, das heißt also es wird nicht nur der Boden beleuchtet, sondern auch am Flugzeug. Das Beacon Light beispielsweise und auch die Strobe Lights reflektieren an Oberflächen, an denen sie das in der Realität auch tun. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass das echt klasse aussieht. Und da wir damit jetzt durch sind, werde ich das Flugzeug kurz auf die Runway stellen und wir machen als letztes noch einen kurzen Test-Takeoff. Bis gleich. Ja, und sowas passiert übrigens, wenn man mal kurz ins Overhead-Panel guckt. Zu den Animationen, und das sollte man bei mir eigentlich wissen, gehört übrigens auch der Wingflex, was ich gerade eben geflissentlich einfach mal vergessen habe. Das heißt also, dass wir jetzt einmal einen kurzen Test-Takeoff machen, um zu schauen, ob der Wing flext und wie der Wing flext. Los geht's. Ja, allerdings, der flext. Wow, okay, was passiert jetzt? Ha, MKS-Alarm! Okay, I have no clue what happened there, but wir sind wieder am Start. Lass uns das einfach nochmal probieren. Ja, er flext ziemlich gut und deswegen schauen wir uns jetzt von draußen mal an, wie das Fahrwerk einfährt.
steuert sich relativ träge. Ich finde aber tatsächlich, dass das, nach dem, was mir von diversen Leuten erzählt wurde, bei Boeings gar nicht mal so ungewöhnlich ist. Von daher finde ich es ziemlich gut, dass sich dieses Ding so steuert. Ich würde das tatsächlich als einigermaßen realistisch abstempeln. Und auch das gefällt mir tatsächlich sehr. Schauen wir also nochmal das Fahrwerk an, diesmal wie es ausfährt. Und auch da muss ich sagen, dass mir das tatsächlich sehr gefällt. Hier haben die einen guten Job gemacht. Und da wir jetzt wieder gelandet sind, können wir ganz kurz zur Gesamtwertung kommen. Dieses Flugzeug hat bei den Texturen im Außenmodell 7 von 10 Punkte bekommen, im Innenmodell 9 von 10. Das Modeling hat außen mit 9 von 10 abgeschnitten, genauso wie innen, da hat es auch 9 von 10 bekommen. Die Animationen haben sogar volle Punktzahl bekommen, 10 von 10, der Sound 9 von 10. Das macht 53 von 60 möglichen Punkten und das, runtergebrochen auf 10, bedeutet 8,8 von 10, was die Visuals angeht. Das heißt also, 8,8 von 10 möglichen Punkten ist eigentlich ziemlich gut, auch wenn es natürlich an diversen Stellen noch Verbesserungspotenzial gibt. Man darf aber wie gesagt nicht vergessen, dass es sich hierbei nur um ein Freeware-Projekt handelt, das heißt also, dass die Entwickler höchstwahrscheinlich ihre Freizeit darauf verwenden und dass wir das hier eben alles bekommen, ohne auch nur einen einzigen Cent dafür ausgeben zu müssen. Das heißt also, dass ich das Flugzeug so wie es hier steht, visuell absolut okay und eigentlich sogar besser finde als das, was man Freeware so standardmäßig gewohnt ist. Zu den Systemen gibt es dann natürlich noch ein eigenes Video, in dem wir einen Flug von Hamburg nach München unternehmen, so wie immer also, und auf diesem Flug alles Mögliche testen, so wie Directs und Holdings zum Beispiel. Das heißt also, dass in diesem Video, in dem nächsten Video zu diesem Flugzeug hier, die Systeme einmal einem etwas genaueren Check unterzogen werden. Bitte aber auch da nicht vergessen, dass es natürlich ein Freeware-Flugzeug ist. Rein visuell kann ich dieses Flugzeug also auf jeden Fall weiterempfehlen. Um aber eine Gesamtaussage darüber treffen zu können, braucht es noch einen Systemcheck. Der, wie gesagt, kommt im nächsten Video. Das bedeutet also, dass ihr das auf jeden Fall schauen solltet, wenn ihr meine Gesamtmeinung zu diesem Flugzeug hören wollt. Für dieses Video war es das jetzt allerdings auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wenn euch das gefällt, was ich tue, dann wäre ein Abo oder ein Daumen hoch natürlich absolute Spitzenklasse. Noch viel besser wäre allerdings beides. Und wenn euch das so sehr gefällt, dass ihr die Arbeit dieses Kanals weiter unterstützen möchtet und die Arbeit überhaupt erst möglich machen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr mir eine kleine Spende hinterlasst, so zum Beispiel auf TypeStream, Patreon oder indem ihr Kanalmitglied werdet. Sollte euch allerdings nicht gefallen haben, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Videobeschreibung per Mail oder auf dem Discord, was genau euch nicht gefallen hat und warum es euch nicht gefallen hat. Nur mit eurer Hilfe kann ich es besser machen. Wir sehen uns jetzt im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen. Macht's gut!